Charles, wir akzeptieren diese Heirat. Ja. Vielen Dank, Papa. Das ist. Aber du musst drei Bedingungen erfüllen. Erstens, die Hochzeit ist Anfang Juli in Frankreich. Warum Anfang Juli? Weil wir da sowieso nach Frankreich wollen und ich die Flugtickets schon bezahlt habe. Fliege ich auch mit, Papa? Du hältst den Mund. Zweite Bedingung. Sie übernehmen die Kosten für die Hochzeit. Das ist doch wohl selbstverständlich. Der weiße Mann hat Afrika geplündert. Drittens, bei der kleinsten rassistischen Bemerkung deiner Schwiegerfamilie Schwarzen gegenüber. Haha, hau ich ihnen auf den Kopf. Hä? Du haust ihnen auf den Kopf? Jawohl, mein Sohn, ich hau ihnen auf den Kopf. Sekunde mal, Papa, das wirst du nicht. Alles wird wunderbar. Die Eltern von Law sind sehr tolerant. Die anderen Töchter sind mit einem Chinesen, einem Juden, einem Araber verheiratet. Was ist das denn für eine Familie? Sind das Kommunisten? Xavier Dupuis-Jambard? Frohe Weihnachten, Laura. Was machst du hier? Du bist nicht in Washington? Nein, über die Feiertage bin ich hier. Oh, Claude, sieh nur, wer da ist. Oh, Xavier, was für eine Überraschung. Mein Gott, ist der hässlich. Xavier, Sie sehen blendend aus, wie das immer. Das macht die gute amerikanische Luft. Wusstest du, dass Xavier in einer großen Bank in Washington arbeitet? Für einen Pensionsfonds. Das ist bemerkenswert, das ist viel besser. Es sind Leute wie Sie, die die Welt regieren, Xavier. Was hätten Sie gern? Grünen Tee? Schwarzen Tee? Schwarzen. Sehr nett, dass Sie so überraschend vorbeigekommen sind. Ist der Glückliche? Jean-Pierre Poli. Rachid Abdul Mohamed Benasset. David Maurice Isaac Benichou. Und jetzt bitte lächeln. Na, kein Grund zum Lächeln. Und nicht bewegen. Und wenn wir Sie zu Weihnachten einladen? Wie, wir werden Weihnachten bei deinen Eltern verbringen? Wir klammern alle Reizthemen aus. Israel, den Dalai Lama, die Burka. Und Jackie Chan und Arafat? Kommen Gaddafi und Woody Allen auch? Und kommen Keyshawn und Bruce Lee auch? Vor allem kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg. Wenn einer in einem Atemzug Immigranten und Kriminalität nennt, bitte ich dich einfach wegzuhören. Und wenn einer seine Witze über Chinesen macht? Dann lachst du. Ich gebe also den Chinesen. Der Chinese wieder. Der Arschkriecher vom Dienst. Ich habe eben an Ihre Jüngste gedacht. Vielleicht findet sie mal einen Katholiken. Ich werde heiraten. Ist der Katholik? Natürlich. Los, das feiern wir. 10 Minuten zu spät. Eins ist sicher, er ist kein Chinese. Ist das der Fahrer? Das ist mein Schal. 3 Kanaken und ein Schwarzer. Für deine Eltern ist das Fukushima. Die Franzosen sind böse und dumm. Bei der kleinsten rassistischen Bemerkung deiner Schwiegerfamilie gegenüber Schwarzen. Haha. Hau ich ihn auf den Kopf. Sie nisten sich zu 400 ein und Idi Amin will nicht zahlen. Kannst du nicht einmal cool sein? Ich bin doch nicht Onkel Benz. Stell dir vor, wie unsere Enkel aussehen. Was haben wir nur Gott getan, Claude?